So, heute geht's weiter und zwar mit dem Gion Redcoat. Das ist eine Sprühversiegelung, die auf den nassen Lack aufgetragen wird. Und da viele Kunden und auch Personen im Internet schon Probleme mit Schlierenbildung hatten, erkläre ich euch heute mal, wie das richtig funktioniert. So, das ist das Redcoat, das ist die Verpackung. Die gibt es auch noch in einem Liter, die zeige ich euch noch. So, und hinten finden wir die ganze Beschreibung. Ganz wichtig ist immer, diese Sprühversiegelung wirklich nicht über 25 Grad anwenden. Also sonst zieht die so schnell an. Hier oben ist ein Sicherheitsverschluss drin und dann ist hier eben nochmal die Versiegelungskappe. Die entfernen wir einfach ganz normal. Dann nehmen wir den Sprühkopf. Viele wundern sich immer, warum ist der Sprühkopf länger als die Sprühflasche? Ja, das liegt daran, dass wir den unten jetzt reindrücken und er dann unten, ich zeig euch das, unten hier einmal rumgelegt ist und auch somit also aus dieser Vertiefung hier das letzte Mittel noch rausholen kann. So, dann beginnen wir mal mit dem ganzen Versiegelungsprozess. So, ich habe den Lack jetzt einfach mal ganz normal nass gewaschen mit einem normalen Shampoo. Ihr seht ja, da bildet sich ein Wasserteppich drauf, der sich hier langsam verzieht. Und genau sowas ist auch richtig. Also wenn euer Lack jetzt zum Beispiel extrem gut abperlt, dann empfehle ich euch die Sprühversiegelung nicht, weil dann lohnt die sich auch gar nicht, weil wenn euer Lack gut abhält, dann braucht man das Ganze auch gar nicht. Das Problem ist, das Mittel darf auf keine trockenen Flächen kommen. Also es kann sein, wenn das auf trockenen Flächen kommt, dass ihr die hinterher wieder entfernen könnt mit einem nassen Tuch, aber empfehlen tue ich euch das nicht. So, wir haben jetzt insgesamt 21 Grad, das ist eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal die Anwendung und zwar direkt auf der Motorhaube hier. Ich mache die Trennung in der Hälfte nochmal und dann zeige ich euch das Ganze. So, jetzt haben wir hier die nasse Motorhaube. Ich decke die jetzt zur Hälfte ab, damit wir den besten Effekt sehen können. Ich will hoffen, da geht nicht so viel. Hier wird wahrscheinlich noch was drauf gehen, aber können wir nicht ändern. Was ihr dazu braucht, ist wirklich einfach nur eine komplette Sprühdüse, mehr nicht. Und dann machen wir das Ganze erstmal richtig nass. So, als erstes müssen wir das Ganze erstmal auf On stellen, also auf Spray steht hier drauf. Und dann sprühen wir das einfach so auf, ganz fein. Und ihr seht selber schon, da bleibt schon, da entwickelt sich schon ein sehr gutes Abhellverhalten. So, vier, fünf Sprühstöße, die reichen. Ich zeige euch das nochmal direkt auf der Kamera. So, jetzt hat sich hier so eine Art von Abhelleffekt gebildet. Und den spülen wir jetzt ganz normal einfach satt aus. Mit schön viel Wasser. Mehr machen wir da nicht. Und man sieht, der Abhelleffekt ist sofort da. Wenn ihr jetzt mal gegen das Licht guckt, seht ihr auch keine Schlierenbildung oder sonstige Sachen. Ganz wichtig ist, das Material auch nicht zu lange antrocknen lassen. Also alles, was über einer Minute ist, wird dann schon ein bisschen gefährlich, sag ich mal. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Abhellverhalten zur nicht versiegelten Oberfläche aussieht und zur versiegelten. So, jetzt haben wir ja rechts versiegelt und links nicht. Und jetzt spüle ich das Ganze einfach nur nochmal nass ab von oben. Und ihr seht genau, wo die Grenze ist. Ihr könnt ja sehen, links bildet sich ein richtiger Wasserteppich. Und rechts perlt das Ganze einfach sehr schön ab. Der Tropfenwinkel ist nicht so extrem hoch, wie als wenn ihr jetzt eine richtige Versiegelung verwenden würdet, das ist natürlich klar. Aber als Schnellversiegelung ist das schon sehr gut zu verwenden. Da mache ich euch hier nochmal ein paar Nahaufnahmen, damit ihr auch selber seht, wie das Abfallverhalten ist. So, also ihr habt jetzt selber gesehen, der Abhelleffekt ist für eine normale Sprühversiegelung schon ziemlich gut. Also egal wie schlecht der Lack ist, das Abhellverhalten ist eigentlich immer gut. Das heißt, besonders auch wenn ihr jetzt, ich sag mal, Winterfahrzeuge habt oder normale Durchschnittsfahrzeuge und die einfach nur ganz normal zum Abhellen bringen möchtet, ist so eine Sprühversiegelung immer das Sinnvollste. Jetzt nochmal ein paar kleine Tipps. Tipp Nummer 1, ganz wichtig,
Niemals über 25 Grad anwenden. Also und besonders auch definitiv nicht in der Sonne. Das macht man schon mal gar nicht. Tipp Nummer 2. Viele sagen, das kann man nicht auf die Scheiben sprühen, das kann man auch nicht auf die Gummidichtungen sprühen. Doch, das funktioniert. Wenn ihr das dann sofort wieder abspült und auch die vorherigen und nachgängigen Tipps beachtet, kein Problem. Tipp Nummer 3. Ganz wichtig, wenn ihr Schlieren haben solltet, weil ihr vielleicht, ich sag mal, zu lange gewartet habt oder weil eure Motorhaube noch heiß war, könnt ihr das mit einem Trockentuch, also nachdem ihr das dann abgetrocknet habt und das Trockentuch noch nass ist, auspolieren. Also das heißt, ein bisschen Reibung anwenden ist nicht das Schönste, aber es ist immer noch besser, als Schlieren drauf zu haben. Tipp Nummer 4. Bevor ihr das Ganze einfach zu lange antrocknen lasst und denkt, davon wird es besser, weil sich die Schicht mehr erhöht, nein, am besten lieber zu kurz warten als zu lang. Das heißt, ihr sprüht es drauf und könnt es eigentlich auch sofort wieder abspülen. Das macht der Versiegelung gar nichts, sondern die geht einfach durch das Wasser durch und schießt so gesehen auf die Lackoberfläche und bindet sich dort. Das heißt, lieber zu kurz als zu lang. So, jetzt habe ich noch mal kurz überlegt, ob ich alles habe, aber nein, da gibt es noch ein paar Sachen. Und zwar Tipp Nummer 5. Falls ihr jetzt von der Autobahn wiedergekommen seid, geballert seid und ich sag mal, die Motorhaube ist extrem heiß, ist die Oberfläche der Motorhaube natürlich viel wärmer als der Rest. Das heißt wahrscheinlich so um die 30, 40 Grad. Das ist schon zu hoch. Das heißt nur auf der abgekühlten Lackoberfläche. So, und wenn ihr aus irgendeinem Grund alle Tipps missachtet habt und weiß ich nicht, vielleicht alles falsch gemacht habt, was ging, oder vielleicht schon vorher schon falsch gemacht habt und ihr diese Schlieren selber da habt auf der Oberfläche, ist es immer noch möglich, als allerletzte Not, die Lackoberfläche zu polieren. Das heißt, ihr braucht einfach nur eine ganz normale Feinschleifpolitur, eine exzentrische Poliermaschine und dann arbeitet ihr einfach Schritt für Schritt das Ganze ab. Das dauert im Endeffekt auch nicht lange, weil die Versiegelung ist relativ weich drauf und die könnt ihr dann einfach ganz normal mit der Politur abtragen. Ich will hoffen, das Video hat euch ein wenig geholfen, mit dem Redcoat umzugehen. Es gibt noch andere Sprühversiegelungen, für die gleichen Tipps und Regeln gilt. Nochmal, wie ich schon gesagt habe, das ist die 1-Liter-Flasche, die gibt es auch noch bei Gion in 4 Litern und ist eigentlich relativ leicht anzuwenden, wenn ihr wirklich nur ganz normale Sprühversiegelung benötigt. Ah ne, ich dachte mir noch, ich mache noch ein kurzes Video vom Abhellverhalten. Hier nochmal das Abhellverhalten. Als nächstes stelle ich dann den Gion Silk Dryer vor. Das ist ein Trockentuch und den seht ihr dann genau unten. Ansonsten subscriben, liken, teilen.